Wir sind jetzt hier an dem Cerro angekommen, Cerro Membe, wird da glaube ich ausgesprochen. Von da kamen wir, da ist hier die, ich meine, das ist die Ruta, muss ich Martin gleich nochmal fragen. Halt, ich glaube, der Bezirk heißt hier Ibiau. Im Internet steht, der ist 325 Meter hoch, Martin sagt schon, vielleicht halt vom Null. Aber das sieht gigantisch aus hier. Es ist halt nicht so sehr touristisch. Wir raten auch keinem dazu, hier hinzufahren. Also wir geben nicht das Okay. Bei uns wurde gesagt, es ist halt hier durch die EPP sehr gefährliches Gebiet. Und deswegen, bevor irgendwer sagt, ja, ihr habt doch gesagt, das ist sicher da. Nein, sagen wir nicht, weil wir wissen es nicht. Wir können halt nur das weitergeben, was uns gesagt wurde. Und die meisten haben uns abgeraten, hier hinzufahren. Aber jetzt guckt euch mal das Gelände hier an. Irre schön. Na gut, viel mehr kann ich jetzt nicht dazu sagen, außer guckt euch das an. Wir sind jetzt hier beim Eingang von Nueva Germania und die Türme lassen mir natürlich keine Ruhe. Wir haben nämlich gerade schon gesehen, man kann da hochgehen und ja, das ist ein bisschen abenteuerlich, aber ich nehme euch jetzt einfach mal mit hier hoch. Ich habe mir gedacht, wenn ich hier hochgehe dann und das Ganze zusammenbricht, dann muss man das wenigstens für die Nachwelt festhalten. Sarah ist nicht ganz so begeistert, dass ich jetzt hier hochkletter, weil wie gesagt, das ist hier alles so ein bisschen wackelig. Hier sieht man es ja, ist da aus der Wandhalterung eigentlich auch schon rausgebrochen. Und ja, hoch ist immer die eine Sache, runter wird gleich auch nochmal abenteuerlich. Weil das Loch, das ist nicht das größte. Und naja, aber jetzt kann man hier oben natürlich aus dem Fenster gucken. Da hinten ist ein bisschen Feuer, da werden sie wahrscheinlich irgendwas verbrennen. Und da ist noch mehr Feuer. Gar nicht, ob man das sieht. Da unten ist Sarah. Ja, und da habe ich gerade noch fürs Foto posiert. Naja, da ist noch eine Schule und ich gehe jetzt hier, versuche jetzt hier wieder runterzukommen. Ich habe euch ja noch dabei. Kamera. Hier war aber wahrscheinlich auch mal irgendwas. Ah ne, hier ist dieses Schild fest. Also auch hier die Schraube, hier mit die Mutter. Naja, abenteuerliche Unterlegkonstruktion. Aber irgendwie nicht mehr richtig fest, aber naja. So, gucken, ob ich das jetzt hier ohne große Verletzung überlege. Uiuiui. Ich darf nicht mehr so viel essen. So, die erste Etage ist geschafft. Kann jetzt nur noch abwärts gehen. Ja, da ist einer durchgelaufen, der noch schwerer war als ich. Ja, im anderen Turm kann man auch hochgehen, aber ich glaube, wenn wir einen gesehen haben, kennen wir den anderen auch. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen weiterfahren. Ja, mal jetzt noch kurz nach dem Eingang mal ein bisschen was Deutsches, zumindest die deutschen Farben gefunden. Hier steht irgendwie, was steht denn da? Noch was mit Liga. Ja. Deutscher Sport, also hier muss irgendwas Sportplatzmäßiges sein. Okay, da ist nur eine Mauer. Ja, wir gucken kann jetzt kleinen Vorteil, hier ist der Sportplatz. Genau, alles so ein bisschen schon in die Jahre gekommen und wir haben so einen Sportplatz. Aber wir haben uns auch schon sagen lassen, hier sind zwar noch einige, die auch
Deutsch verstehen und wirklich dann Nachfahren sind hier von den Nietzsche, ihrer Schwester, ihren Schwager, ja, die ja hier irgendwann 1800 noch was Mad Nueva Germania gegründet hat. Aber viele sind nicht mehr da und ja, sind halt mehr Paraguayer, wurde uns hier gesagt. Kommt hier noch VW-Bus vorbei. Wir fahren jetzt hier gerade durch Nueva Germania. Das ist hier halt auch so ein Zwischenstopp nach Ciudad Este, weil die Fahrt sonst einfach zu heftig geworden wäre. Es wurde 1886 von Bernhard Förster gegründet, unter einer Handvoll deutscher Siedler. Und unter den Siedlern befand sich auch Nietzsches Schwester, Elisabeth Förster Nietzsche. Der Förster war ein bekannter Antisemit und plante mit der Gründung von Nueva Germania so einen Zufluchtsort, wo er seine arische Rasse quasi aufbauen kann in Südamerika. Er wurde damals als militanter Antisemit aus dem Schuldienst entlassen worden quasi. Wurde dann rausgeschmissen. Ja, und eigentlich so grob und ganz, nachdem das mit seiner arischen Rasse quasi nicht geklappt hat, weil die sich alle mit den hiesigen Menschen hier vermischt haben, hat er halt Selbstmord begangen. Viel mehr kann man hier jetzt auch gar nicht zu sagen. Ist ein kleines Örtchen mittlerweile. Hier sollen auch noch Nachfahren von denen leben. Und wir haben jetzt so zwei, drei deutsch aussehende Menschen gesehen, aber haben sie jetzt nicht angesprochen, weil wir beim Autofahren waren. Hat da noch mal einer was zu melden? Hattest du die an, oder? Kamera war an, ich habe nur nicht auf angedrückt. Also, wir sind jetzt gerade hier bei unserem zweiten Stop in der Posada Madre Teresa, genau, in Nueva Germania angekommen. Wir sind jetzt schon begeistert. Wir hatten einmal Pech mit einer Posada, aber das hier ist echt mega schön. Hier haben sie so eine kleine Bar, Theke, so mit Sitzecke. Da ist die Chefin. Hier super schön großer Tisch zum Essen. Hier kriegen wir gleich Kaffee. Und dann geht's in unser Zimmer. Ich weiß halt gar nicht mehr, was das kostet, aber jetzt, es ist nicht viel. Also uns reicht das. Wir schlafen ja auch nur eine Nacht. Und hier geht's zum Badezimmer. Also ich habe selten sowas Saures gesehen wie hier. Wir waren schon in vielen Unterkünften, in sehr vielen. Und das ist richtig sauber. Also was ich jetzt so den ersten Eindruck oder auf den ersten Blick gesehen habe, meine Güte. Ich mach mal aus. Gut, ist halt wieder mit Selbstmörderdusche. Oh. Man weiß ja damit mittlerweile umzugehen. Ja, Martin chillt, wie immer. Ich guck mal einmal, wo es da hinten hingeht. Ob, da war ich jetzt noch nicht. Das für uns überhaupt. Ist nicht, gell? Nicht. Also hier sind auch noch Zimmer. Ah, so ein kleiner Garten. Schick. Da kriegt man frische Eier wahrscheinlich. Boah, richtig schick. Also hier sind wir halt in... Also, wir sind hier halt jetzt in einer... Also Posada ist so eine paraguayische Unterkunft. Da habe ich wieder was entdeckt. Wow. Aber super schön. Wie gesagt, wir hatten einmal echt Pech damit. Weshalb wir da auch nicht gefilmt haben. Wir hatten da gefilmt, aber haben es dann wieder rausgenommen. Weil bevor wir jemanden schlecht machen, nehmen wir es einfach nicht mit ins Video. Weil das muss ja jetzt nicht sein. So. Und unser Kaffee müsste jetzt gleich fertig sein. Deswegen mache ich jetzt erstmal Schluss. Ich muss mal gucken, was wir gleich noch filmen. Und dann sehen wir es wahrscheinlich gleich noch. Oder nicht? Mal gucken. Martin ist schon wieder weg. Boah. Oh Mann! Das hätte ja klappen können. Was ist kalt hier drin? Da ist dein Bettchen. Das ist meins. Okay. Gut, ne? Ja.
Wir sind jetzt bei Tag 3 unserer Powerreise. Wir sind noch in der Posada, also wenn ihr mal Nueva Gemana seid, auf jeden Fall herkommen. Okay. Da kommt er. Also sehr zuvorkommend, sehr nett. Ist zwar ein bisschen klein, aber uns hat es völlig gereicht. Super gemütlich und wie gesagt, sehr liebe Menschen hier. Sie hat uns heute Morgen noch richtig leckeres Frühstück gemacht. Super leckeren Kaffee. Und was will man mehr? Und sie hat uns noch ein paar Sachen gesagt, was wir unternehmen können. Nur leider war es gestern schon dunkel, deswegen konnten wir nicht allzu viel machen. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt weiter Richtung Ciudad de Este. Das sollen so knapp unter 6 Stunden Fahrt werden. Ich bin mal gespannt. Und ich guck mal, was ich so nebenbei oder zwischendurch noch für euch filmen kann. Und wir sehen uns dann später. Ciao.